Willkommen bei Freitag. Ja, wir sind jetzt in der Zitadelle, wir sind so ungefähr kurz vom Ende. Wenn ich das schon sagen darf. Wenn ich es nicht sagen darf, spult zurück, haltet euch die Ohren zu und dann spult ihr hier hin. Genau hier hin. Dann habt ihr alles richtig. Glückwunsch. Ja, den Spoiler nicht mit. Ja, ja, wir sind bei der Zitadelle. Da, wo die Combines uns kontrollieren. Naja, mich nicht. Vielleicht die Menschen in diesem Team. Ich bin ja so over-epic und kann ja zum Spielen kaufen. Ich bin ja Gordon Freeman. Ja, das Spiel offiziell ist irgendwie so gebaut, dass man da als Gordon Freeman ganz einfach den Weg finden kann. Lustig. Echt lustig. Ja. Richtig. Mag ich nicht. Ich muss zerstört werden. Was ist denn hier? Transporter. Ich bin aber nicht der Transporter. Das ist jemand anders. Ein Schauspieler. Ah, wir können doch immer noch weitergehen. Oh, das ist wirklich so gepackt, dass man einfach so durchkommt. Lustig. Das finde ich sehr amüsant. Ja, wenn wir jetzt in das andere gehen würden, würden wir jetzt wahrscheinlich verkritzelt werden. Aber ich glaube, das wollen wir nicht. Ja, da ist der Verkritzler. Boah, irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl, dass ich den Verkritzler nicht mag. Und wir können nicht aussteigen und einfach so in die Tod springen. Geht anscheinend nicht. Echt schade. Und wir fahren in das Licht und fragen durch die Gegend. Oder wackeln. Vielleicht ist es beabsichtigt, das weiß man ja nicht. Bei diesem Spiel kann man sich bei solchen Fehlern einfach nicht sicher sein. Portal 2 dagegen wird viel cooler und das werde ich jetzt playen, falls mein PC sich damit verträgt und sonst werde ich es alleine spielen und wir werden es nicht sehen. Und ich werde mich darüber freuen. Tja, habt ihr damit gerechnet? Nein, ich will Portal 2 spielen. Es kommt genau in einer Woche raus und mein Feindschiff, mit dem ich das jetzt gerade nicht spiele, bekommt es 2 Tage vor mir. Ich werde dafür sorgen, dass er mir nicht spoilert, ansonsten wenn böse Sachen. Ich will mich nicht weiter dazu äußern. Es wird böse. Ich will Portal 2 genießen. Ich werde es nicht hinein zu durchzocken. Ich werde es dann. Hallo. Ich werde es genießen. Ich werde pro Tag vielleicht 2 Stunden spielen. Dann werde ich mir die Vorführung mit meinen hässlichen Skins, die ich mir leider gekauft habe. Bei GameStop, weil ich es bei GameStop vorbestellt habe. Schon letztes Jahr. Letztes Jahr! So viele Leute haben in der letzten Woche entschlossen, ey, lass mal Portal 2 Kurbel beim besten Freund. Und ich habe schon letztes Jahr vorbestellt und sagte, ja Mann, das ist mein Game. Das gefällt mir nicht. Ich will Portal 2. Koop. Und Singleplayer. Singleplayer zuerst, dann Koop. Also das ist die Story-Reihenfolge. Ich war schon wieder noch mit den Hallo-Leuten. Ich hab von einem Comic gesorgt. Ich mag die Hallo-Leute. Verdammt gruselig, also was ist für mich, was ich erstrahle? Ich mag es. Ich mag es. Oh. Raketenwerfer. Ich brauche einen Raketenwerfer. Kein Raketenwerfer. Warum? Das ist nicht in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde gerade auf, dass ich irgendwie so das Play, wenn ein Chainsman irgendwie ruhig sitzt. So richtig mit mir fahren. Oder hast du mich? Ich bin doch genau zur Stimme, das mit aber. Nein, ich bin gerade mit Stimme zur Stimme. Anscheinend ist ein Notfall, oder wir wollen einfach nur so durch in die Wette laufen. Aber nein, das sind ja Aliens, die laufen nicht um die Waffen. Und eins von diesen Schiffen. Ein Gunship oder ein Dropship. Ich weiß es nicht. Und dann sind schon wieder welche von diesen hässlichen Leuten. Und ich sehe, hallo Leute. Bloß, dass es ein Schiff kommt und wegfliegt. Ich würde das cool finden. Aber Gordon Freeman hat keinen Führerschein. Das ist dann wieder ein Problem, wenn man mit dem kommt und unser Führerschein sehen will. Wenn wir sagen, ich hab dann nicht gestohlen. Dann würde er uns einmal klöppeln und uns eins. Ein Ticket geben. Dann müssen wir das bezahlen und dann werden wir arm. Dann müssen wir natürlich nicht mehr so viel Munition für unsere SMG kaufen, sondern wir müssen Tickets bezahlen. Tja, so läuft das nun mal ab. Reporten 2 Stunden als besseres, dass sie das Quatsch. Das war billig an ihm.
Ja, das Spiel lädt schon wieder. Warum nicht? Ich gebe meine Waffen niemals. Zerstören, zerstören. What? Brechstange. Nein. Brechstange. Die ist noch aus Black Mesa. Ja. Impulsgewehr. Ja. Was? Cool. Super Graviton. Hallo. Kann man einfach so Leute nehmen. Das ist also Dr. Free. Dies ist keine angenehme Überraschung, denn es war zu erwarten und Sie stimmen sicher zu, es ist auch nicht angenehm. Ja. Ich ignoriere deine Scheiße dabei. Lass dich kaputt. Du musst dann schnell da lang. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör! Er will mich hier weg. Schwein. Toll! Das ist also Dr. Free. Heiß Maul, Green. Heiß Maul. Heiß Maul. Dies ist keine Angst. Oh, cool. Mein Gott, unser Anzug ist voll overpowered. Zack, Martin. Das ist voll so ein Zack, Martin. Ich benutze ein Schutzschild. Teilweise. Aber das kommt. Tja, der Nachteil an dieser Supergravitron ist, die ganzen Waffen verbrutzeln auch. Ja, das ist ja doch gekommen. Ich würde jetzt gerne so einen nehmen. Ja, so. Das ist ein Tunnel, yay! Alle auf einmal. Alle auf einmal. Dieser Combine ist betrunken. Ich hab's gesehen. Haftet ihn. Stirb. Unter anderen Umständen hätten wir mit gegenseitigem Respekt und Vertrauen zusammenarbeiten. Bin ich nicht. Ausgehend von der kurzen Zeit, die unter mir in Black Mesa waren, kann ich annehmen, dass Sie ein wertvoller und produktiver wissenschaftlicher Mitarbeiter hätten. Nein. Aber ich weiß, ich habe ein MIT-Studium, ich bin stolz darauf. Ich mag mein MIT-Studium, damit kann ich, habe ich gelernt, einen Checker rein und einen Checker rausnehmen. Oh, Leute, verblitzeln da. Warum? Arm, Leute. Böse arme Leute, das sind böse Menschen. Ey, das glaube ich. Oh, ich bin tot. Tja, so endet Gordon Freemans Leben. Er war zu neugierig und ist dann gestorben. Einfach so. Einfach so, zu neugierig. Hier, geh in das Feld. Ich dachte, geh in das Feld. Verpiss dich. Oh, nein! Ich kann da nicht rein, also sollt ihr auch nicht da raus. Ich mach einfach alle. Ey. Und das ist gut. Richtig. Siehst du? War doch nicht so schlimm, die Fahrschulfahrt. Jetzt schaffe ich das immer noch nicht so gut. Ich hoffe, ich bin auch wieder. Hier, nimm das. Oh, aber, komm mal. Ich weiß, ich hab kein Mitleid, Baby. Nein, überhaupt kein Mitleid. Mach die Kummer zu nicht. Erzähl's mir bitte nicht. Sie kommen nicht aus Portal 2. Portal 2 gibt's weil die Kommunikation sein Zombies. Aber das weiß ja keiner. Das ist einfach nur so ein Vermutung, weil man jetzt das Spiel schon preloaden kann, wenn man die Packung verzichtet, kann man das Spiel jetzt schon runterladen. Aber noch nicht spielen. Und dann sieht man sie, die Zombies. Ich war aber so cool und hab jetzt eine Packung. Ich werde diese Packung ablecken und küssen, wenn ich das Spiel spiele. Weil das Spiel cool ist und keine Packung verdient. Dr. Green, du hast keine Packung von Portal 2. Karriere. Hinsicht. Handel. Wer weiß, was die beiden Ihnen in ihrer Jugend eingerichtet haben. Die beiden sind sicher für einige der Unruhen in letzter Zeit verantwortlich.
Aber es war die Zukunft. Oh, ich dachte, das kann man nicht abreißen, sonst würde seine Kommunikation abstürzen. Ich hab mich geirrt. Oh, da ist was kaputt gegangen. Oh nein, was süßes. Oh nein, was süßes. Hör doch auf. Seid ihr eine Gang oder was ist mit euch los? Weißt du, ich mag keine Gangs. Hier. Piss. Nein. Soll er nicht. Bin besser als ihr. Arschloch. Das sind die Heavy Items. Ich kann nur die Super Graviton nehmen. Super Graviton ist ja besser als normale. Im Gegensatz. Komm mal, das war's. Ja, klar. Soll ich euch jetzt auch? Spassiger, 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 spassiger. Geh weg. Psch, psch, psch. Weil soll ich mich wieder heilen? Hallo. Hör doch auf. Alter, die Viecher noch auf, oder? Das ist mehr. Hallo? Muss ich da hochkommen? Leute, Sicherheitslücke. Ich bin wieder weiter. War das so schwer? Das werde ich mir jetzt nicht anschauen. Nein. Was ist das? Ich finde das nicht toll. Mach mal ein paar Süßigkeiten raus. Mal sehen. Ich habe keine jüdischen Süßigkeiten. Nur weil du alles wieder allein fressen willst, Fettklops. Papa, Papa! Psst, der Film geht los. Keiner. Nein, erstmal. Du würdest deine Augen. Ja, ich kenne das Lied, aber es ist irgendwie ein schlechtes Bild. Ich dachte, das Lied würde gedenklos sein, aber nein. Ich habe mitten reingespult, jetzt ist es jetzt. Hast du das gefällt? Oh, schon wieder ein Runterkommen, Mann. Es tut mir aber leid. Ich habe so viele Kommentare gesehen, bis ich jetzt eigentlich ein anderer Mensch war. Stattdessen laufe ich auf so einer Plattform herum. Hör doch auf! Geh weg! Das ist fest. Hallo? Gut. Cool. Komisch aus. Kein Leck, cool. Schau, cool. Das ist aber schade. Ja, hallo? Was? Wenn ich jetzt sterbe, echt, dann war's das. Und zwar bin ich gestorben. Ich glaube, ihr wisst, welches Spiel gerade gestorben ist. So, jetzt habe ich anscheinend... Spiel. Böses Spiel. Böses, schlechtes Spiel. Erklären Sie mir das, Dr. Friedrich. Sie haben so viel zerstört. Nein, ich habe nichts. Ja, Pech. Pech, Green. Wenn nichts erschaffen, ich bin Gordon Freeman. Ich bin hier nicht im Minecraft. Hallo.
Hab ich Zeit, brauche ich jetzt nicht. Grün hast du ja nicht gerade auf Zeit gespielt, ansonsten muss ich doch wissen, was jetzt passiert. Eigentlich gar nichts. Oder doch. Aber ich will jetzt spoilen. Ja, ich bin jetzt in so einer guten Zitadelle auch mitgefahren. Taschenlampe. Oh, komm. Lal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 
Punkte Energie. Hey, gib mir das zurück, sofort! Tschüss. Was? Ich übernehme ab hier. Wehr dich nicht, das bringt nichts. Du kannst nicht machen, bis du da bist, wo er dich... Also wenn ich jetzt Gordon Freeman wäre, würde ich ihr ins Gesicht spucken. Ich drücke jetzt S wie spucken. Funktioniert nicht. Ich glaube, die Tasse klemmt. Oh. Welten ausgedehnt an der Schnittstelle von Dimensionen. Worte. Worte reichen für die Beschreibung nicht aus. Was ich sage, kann man nicht... Und mir ist das schon. Völkermord. Unbeschreibliches Grauen. Grundgütiger. Na, wenn das nicht Gordon Freeman ist. Halt die Klappe, Breen. Übrigens, Breen. Was ist das? Stellen Sie es da. Ich soll dir was ausrichten. Barney sagt, leck mich. Ich muss Ihnen danken, leck Dr. mich, Freeman. Hat Barney gesagt. Erst führen Sie mich zu meinem guten Freund her. Leck mich, sagte Barney. Und dann stellen Sie sich selbst. Hätte ich gewusst, dass Sie hier einfach so reinspazieren, hätte ich mir die Suchtrupps ja sparen können. Halt die Klappe. Da ich sie beide in meiner Gewalt habe, habe ich das Sagen, sollte ich mit den Combine verhandeln wollen. Dr. Breen. Nee, lass mal zu lachen. Wallace. Ja, Judith, was ist? Wir sollten versuchen, Elis Leben zu schützen, damit er weiter forschen kann. Durch dich haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Was denn? Du bist in der Lage, seine Forschungen selbst zu beenden. Aber weder du noch ich können den Pöbel auf der Straße von seinem sinnlosen Kampf abbringen. Das ist nicht sinnlos. Doch Eli weigert sich, das zu sagen, was sie alle retten können. Sie retten? Warum? Eli, wenn du das Rechte nicht für alle Menschen tun willst, tust du es ja vielleicht für einen. Wer kommt jetzt? Alex, Schatz. Was? Dad. Breen, du Schwein. Wir sind jetzt voll die Fremden. Breen, lass sie gehen. Es liegt ganz an dir, mein Freund. Verurteilst du mit deiner Sturheit die ganze Spezies zum Untergang, oder gibst du deinem Kind die Chance, die seine Mutter nie hatte? Wag es nicht, sie zu erwähnen. Cool, Alex, sonst erst drücken. Alex, meine Liebe, du hast die Augen deiner Mutter, aber die Sturheit deines Vaters. Das war noch lange nicht alles. Wer ist denn ihre Mutter? Wirklich? Gina? Mal sehen, was dir das am Ziel eines Combine-Portals bringt. Na los, Brain. Wenn du nicht mehr drauf hast, dann schick uns beide durch dein Portal. Oh, das ist nicht das Schlimmste. Du wirst das jedoch kaum glauben, sobald du da bist. Das ist nicht nötig. Stimmt. Unnötig. Unnütz. Zum Glück würde der Widerstand einen neuen Anführer akzeptieren. Und dieser hier ist eine willige Marionette für die... Niemals. ...steuern. Nein. Hör nichts auf ihn, Gordon. Wie wär's, Doktor? Lalala, ich höre dich nicht. Lalalala. An den meistbietenden geht. Lalala, ich höre dich nicht. Ich nehme nicht an. Klar, dass Sie darüber nicht vor Ihren Freunden reden wollen. Ich will zu Aperture Science. Aperture Science ist viel cooler als du. Dann können wir offen reden. Lass das, Schatz. Dad. Was? Tut mir so leid. Weiß ich, was? Oh, das. Judith? Was soll das? Was hast du getan? Wir tun, was ich allein nie geschafft hätte. Wir halten dich auf. Ja. Taser. Wache, rein hier. Oh. Sie wissen von deinem Verrat und wenden sich gegen dich. Judith, Dr. Mossmann. Bitte. Tja, Wallace. Das Spiel ist aus. Lass. Ein Anführer 1 hält Stellung. Schneller. Dad, halt durch. Nerren. Tschüss. Nerren. Vorsicht, er wird gleich. Nein. Ich kann das Ding noch gar nicht bewegen. Arsch! Dafür ist keine Zeit. Er ist auf dem Weg zum Portal. Du wirst das brauchen. Dr. Mossmann, Judith, passen Sie auf dein... Genau. Nur keine Sorge. Dad, wir sehen uns wieder. Wir werden gleich dieses Ding zertrümmern. Niemals. Komm schon, Gordon. Los geht's. Okay. Ich steck's jetzt dazwischen. Was? Wir kennen uns nicht sehr gut, aber... Ich weiß, dass du das hier nicht tun musst. Ich muss meinen Vater retten, aber du...
Na, danke für die Hilfe. Gern geschehen. Hey, anders ist eh nicht. Er ist's. Der Portalzielort ist unhaltbar. Setzen Sie mich an. Ich könnte diese Umgebung nicht überleben. Ist wieder da. Also gut, verdammt, wenn es sein muss. Aber schnell, er ist gleich hier. Zu spät. Oh, Mist. Geh doch. Verdammt, nicht nochmal. Nochmal. Du, lade dich auch auf. Das Graviton. Er hat keine Ahnung, oder? Tja, nu. Ich frag mich, wo er hingeht. Schicken wir das hin. Oh Mann. Der dunkle Fusionsreaktor der Zitadelle. Damit treiben sie den Tunnelverstricker an. So. So eine Chance kriegen wir nie wieder. Wir müssen Breen aufhalten. Wie? Oh oh. Ärger. Kannst nicht abschalten. Das wird jetzt wohl von der anderen Seite gelenkt. Du musst in den Kern gehen und sehen, was du Ach so, kannst. Ich muss das nicht tun oder so. Oh, jetzt auf einmal. Geh in den Aufzug, ich lass dich dann rein. Vergiss nicht den Anzug. Ah, da wäre ich schon gedacht. Mach sie fertig, Gordon. Aber vorsichtig. Soll, das muss ich jetzt vorsichtig. Werde ich machen. Wird mich verarschen. Hm. Okay, das Finale. Dr. Breen, Dr. Breen. Sicher. Dr. Breen, Sie sollten nicht da draußen sein. Wenn ich teleportiert werde, füllt sich diese Kammer mit tödlichen Teilchen, die von der Menschheit erst noch benannt werden müssen. Sollte ich Zeit dafür haben, werde ich vielleicht eins nach Ihnen benennen. So werden Sie mich ganz vergessen. Wenn die Singularität zusammenbricht, bin ich weit weg. In einem anderen Universum. Sie wiederum werden auf jede mögliche und teilweise sogar unmögliche Weise vernichtet werden. Was? Oh Gott, so viele neue Elemente. Wir werden ein neues Periodensystem haben. Was? Hä? Warum? What the fuck? Oh nein, komm mal wieder. Wo kommen die denn her? Was ist hier los? Delik sagt, ich soll nicht auf dich hören. Delik ist cool. Du weißt, wie ihr Vater ist. Wie das ist. Gut. Oh nein. Breen macht sich auf dem Staub. Schnell, Gordon, bevor er entkommt. 3 Minuten bis zur Singularität. Los, schneller. Okay, Hilfe. Auf. Nee. Scheiße. Weiter so. Wo bin ich? Hallo? Da ist gerade keine Ahnung. Da. Hallo. Komm zurück. Deswegen bist du langsam. Ich hätte Ihnen sagen können, dass das nichts bringt. Alles. Los, Gordon! Na, noch da, Dr. Freeman? Wohl
nicht mehr lange, was? Ja, ich doch nicht bedenken, Sie Ihre Energie nur für etwas nützlich? Das Portal öffnet sich. Ich werde es nicht hören. Ja! Zurück, Green. Sie Green. Wissen ja nicht, was Sie tun. Green. Oh, hab ich nicht. Nein! Sie brauchen mich! Nein. Ja, das war es! Das rein! Komm mit, Gordon. Wir müssen schnellstens hier raus. Vielleicht haben wir noch... Oh mein Gott. Ich kann mich noch versuchen zu bewegen. Zeit, Dr. Freeman. Was? Wo? Warum? Ist es wieder an der Zeit? Mir ist, als wären Sie gerade angekommen. Sie haben viel erreicht in so kurzer Zeit. Sie waren sogar so erfolgreich, dass ich ein paar interessante Anfragen ihretwegen hatte. Normalerweise würde ich sie ignorieren, aber dies sind keine normalen Zeiten. Anstatt Ihnen nun eine freie Wahl vorzugaukeln, erlaube ich mir, für Sie zu entscheiden, wenn Ihre Zeit wieder kommen sollte. Ich hoffe, Sie können mir diese willkürliche Bevormundung verzeihen. So, jetzt hat er Bevormundung gehabt, bis Episode 2 gekommen. Sie werden sicher alles verstehen, wenn... Nun... Das darf ich leider nicht sagen. Warum? Also dann, ich steige hier aus. Will ein Bus? Ich möchte einen Bus. Ich will auch. Kann nicht. Verdammt. Oh, sind wir allein. Wow, aber es zeigt. Letzte Story. Nicht so gut gekommen zu sein. Am Ende verdammt schwer und frustrierend und gebackt. Wo steht das Spiel? Was? Das ist ein Kotzen. Was wird denn so weit? Nein, ich war so ein Skate Rücken. Nein, das dauert noch so lange. Falsch. Ja, schön. Komm, Gabe, komm, 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 Gabe. Komm, Gabe, komm, Gabe, komm. Gabe. Okay, das war ein bisschen... Oh, das ist... Ich glaube, das ist Barry. Dark Gabe Newell! Tschüss!